Willkommen zurück bei The One We Found. Wir sind zurück in der Schule, in diesem Zwischenlevel. Es ist das achte Level, sprich 11 gibt's. Wir sind kurz vorm Ende. Und im Voraus schon mal, wir spielen hier das Level durch. Es könnte sein, dass das Level wieder nur 10 Minuten geht, 5 Minuten, was auch immer, vielleicht auch eine halbe Stunde. Auf jeden Fall nach diesem Level ist Schluss und das nächste machen wir dann im nächsten Video. Also wundert euch nicht, wenn es ein kurzes Video sein sollte. Und ich werde hier jetzt gerade schon mal angegriffen von der Alten. Das finde ich schon mal sehr gut, dass wir nicht mal da oben sicher sind. Mittlerweile sind die Toiletten auf, das finde ich auch super. Ich muss dringend mal aufs Klosett. Nee, also wundert euch bitte nicht, wenn die Folge wieder mal etwas kürzer ausfallen sollte. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Vergesst den Daumen nach oben nicht zu klicken. Und falls ihr neu seid, sehr gerne abonnieren und gerne auch einen Kommentar schreiben. Ich lese sehr gerne Kommentare. Mittlerweile läuft ja alles mehr über diesen Live-Chat in der Premiere ab. Aber natürlich bin ich auch wirklich... Bin ich auch wirklich an jedem Kommentar interessiert, an jedem normalen Kommentar. Hier haben wir Frankenstein, alles klar. Wenn das nicht mein Thumbnail ist, dann weiß ich auch nicht. So, da hinten kommt die Alte. Ah, ah. Ey, die ist so unberechenbar. Ah. Alter, die ist so unberechenbar. Das ist nicht mehr witzig. Vor allem, ich habe gerade was umgestellt. So, jetzt. Ich finde das echt nicht mehr witzig. Die sieht dich, obwohl sie dich nicht sehen dürfte. Und was weiß ich nicht alles. Das ist einfach nur noch schlimm. Wenn jetzt hier noch Knackpopo kommt, dann bin ich raus. Im letzten Level war ja Knackpopo gar nicht da. Aber wer weiß, wenn sie den schon eingefügt haben, werden sie ihn doch nicht nur in einem Level da lassen, oder? Sehe ich das falsch? Vor allem wird das hier jedes Level größer und undurchsichtiger, oder was? Nee, das erinnert mich so ein bisschen an das eine Pokémon-Level, beziehungsweise an die... Oh, da ist er. Knackpopo ist am Start. Und diese eine Pokémon-Arena... Wo man da irgendwie übers Eis rutschen musste. Ich habe so ewig lang gebraucht, bis ich da durchgefunden habe. Das ist eine Sackgasse. Scheiße, ist eine Sackgasse. Wo willst du hin? Ich bin tot, ich muss das Level neu starten. Was vielleicht gar nicht so übel wäre. Weil der Anfang ja schon kacke war. Aber er verfolgt mich gar nicht mehr. Alter Schwede, das ist... Nein. Will ich nicht. Knackpopo ist doof. Hier ist ein langer, dunkler Gang. Super, das mag ich. Lange, dunkle Gänge. Lange, dunkle Gänge sind super. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, woher ich kam. Also von dem her... Ich glaube, wir werden hier drauf gehen. Wir vegetieren hier vor uns hin und sterben irgendwann. An Wassermangel. Oder wegen Knackpopo. Er hat sich mit seinen knackigen Knusperpo-Bäckchen auf uns gesetzt. War ich hier schon?
Gegenüber war ich, da war Knackpopo. Und ich denke mal, es geht auch Richtung Knackpopo. Ich meine, warum sollte Knackpopo sonst hier sein? Wenn es nicht irgendwie an ihm vorbeigehen sollte. Oh, Alter! Alter! Da wollte ich um die Ecke gucken und dann steht Knackpopo da. Alter! Alter! Oh! Junge! Das war gerade Herzinfarkt pur. Boah! Nee! Da ist mein Herz stehen geblieben. Puh! Und hier weiter? Bitte. Nein, das ist eine Sackgasse. Vor allem, der könnte dir ja wirklich überall wieder entgegenkommen. Was ist, wenn man dann den Ausgang hier nicht mehr findet? Oh, hier ist auch eine Sackgasse. Okay, wir müssen links rum. Oh, Sackgasse. Jetzt kommt er bestimmt gleich von rechts. Oh, da ist er! Da ist er! Er wackelt uns hinterher! Er wackelt uns wie so eine Bitch hinterher! Lass mich in Ruhe! Du hast kein Recht dazu! Da geht's doch gar nicht weiter! Was muss ich hier tun? Oder ist das hier nur ein Bluff-Level? So von wegen, wir haben jetzt schon eine Sicherung. Und Bluff insofern. Bluff insofern, dass man eigentlich gar nicht hier rein müsste, aber es trotzdem tut, weil vielleicht die Hexe einen verfolgt. Oder. Ja, hier ist auch Schluss. Oder kann ich das irgendwie aufmachen? Nö. Geh schnell weg hier. Bevor Mr. Riesenarsch wiederkommt. Ich versuche nochmal hier rauszufinden. Was? Ey, der hat mich gerade durch die Wand geschlagen, ernsthaft? Ach, schön, schön solche Bugs. So, ich versuche nochmal hier rauszukommen. Vielleicht ist das ja tatsächlich ein Bluff und man muss gar nicht hier durch, aber man tut's, weil man denkt, weil es in den anderen Level so war, ist das hier auch. Ich weiß es nicht. Oh, Taschenlampe geht aus. Bleib an. Halte durch. Da sind wir wieder draußen. Ich fülle mal die Batterie nach, wovon wir auch nicht mehr ganz so viele haben. Wie? Da frage ich mich jedes Mal wieder, wie? Alter! Das ist schon allein wegen dieser Unberechenbarkeit gruselig. Eine brauche ich noch. Tschüss, Alter! Rettung in Not! Sie kriecht zwar auch und müsste eigentlich hier reinkommen, aber gut, hier sind wir in Sicherheit. Eine Sicherung fehlt uns noch. Entweder die ist wirklich in diesem Kacklabyrinth hier drin, oder aber. Dieses Labyrinth ist wirklich reiner Bluff, beziehungsweise soll ein bisschen was von der Story hergeben oder keine Ahnung. Und die eigentliche Sicherung liegt hier irgendwo.
Warte, jetzt verfolgt sie uns wieder. Und läuft wieder diesen Kackweg. Kann sie nicht mal den anderen Weg gehen? Ah, ich weiß nicht, was ich tun soll. Kann doch echt nicht sein, dass hier nichts ist. Kann doch jetzt nicht echt alles nur ein Bluff sein. Mit diesen Luftschächten hier. Vor allem, wenn ich ehrlich bin, habe ich so ein bisschen gehofft, dass die Folge kurz wird, weil ich noch Left 4 Dead schnibbeln muss. Und Left 4 Dead ist halt immer ein harter Brocken, weil die Folgen mindestens immer 30 Minuten lang sind. Und wenn ich bei dem Video hier weniger zu schneiden habe, weil es eben kürzer ist, dann, ja, habe ich mehr Zeit. Aber das kann ich wohl knicken. Das kann ich wohl knicken. Es gab hier aber auch irgendwie nirgendwo eine Beschreibung oder eine Karte, wo man sich das irgendwie auswendig, wo man das irgendwie auswendig lernen könnte, wie man hier durchkommt, oder? Warte, war ich hier schon? Ach, das Knackpopo. Alles klar. Muss ja eigentlich irgendwo bei diesem Knackarsch sein. Ich hab hier gerade irgendwie gar nicht mehr durch. Das Level hat schon komisch angefangen, dass sie uns da oben an der Treppe erwischt hat. Irgendwie geht's auch komisch weiter. Es tut mir leid, wenn ich gerade die Taschenlampe etwas auslasse. Dann muss ich mir keine Tüte noch über den Kopf ziehen. Nee, aber wir müssen echt ein bisschen Batterien sparen, weil ich weiß echt nicht, wie lange wir hier... Wie lange wir hier verbringen werden. Angst, dass sie uns hier wieder sehen kann, obwohl wir eigentlich in dem Schrank sind. Ja, immer einen halben Herzinfarkt. Schrei ich wie der Typ da im Hintergrund. Hallo, wie geht's dir? Du bist nicht so ein Knackhintern wie der. Wie der Typ. Ganz und gar nicht. Dein Hintern ist eher flach. Flacharsch. Ist hier irgendwie was? Irgendwie ins Klo gestopft? Die Sicherung? Weil wenn es hier nicht drin ist... Doch, hier ist sie doch. Sag ich doch. Jetzt muss ich nur noch hier heile rauskommen. Geh weg. Wo echt unnötig? Ist das echt ein Bluff? Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Aber es scheint so. Oder es gibt mehrere Möglichkeiten, durchs Level zu kommen. Aber ich habe dort ja echt keinen Weg gefunden. Jetzt müsste eigentlich die Tür da hinten auf sein. Ich lass sie mal die Runde laufen. Versteck mich hier so lang, bis sie vorbei ist. Puh.
merke gerade, das machen wir jetzt so lang. Beziehungsweise ich kann da gar nichts ändern. Was ist denn los mit der Formatierung? Die Herzfrequenz ist irgendwie komisch. Vor allem im dreistelligen Bereich. Wollte ich gerade regeln, funktioniert irgendwie nicht. Muss ich nochmal dann so danach schauen. Beziehungsweise jetzt sollte es wieder passen. So halb. So, bitte seh mich nicht. Lauf einfach deine Runde. Lass mich allein. Lass mich durch die Tür da hinten. Und lass mich gucken, was wir noch machen müssen in dem Level. Vielleicht wird es ja doch eine etwas kürzere Folge. Wäre echt super, sonst komme ich da nicht mehr hinterher. Aber nein. Oh, da sind Batterien. Hä, was mache ich denn jetzt mit dem instand gesetzten Sicherungskasten? Hat sich hier was geöffnet? Hat sich jetzt vielleicht die Klappe geöffnet, dort wo wir vorher nicht reinkamen? Diese eine Klappe sah nämlich echt so aus, als ob wir da reinkämen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Knackpuppe umsonst war. Der kann nicht umsonst da sein. Ich meine, mit so einem Knackhintern, da arbeitest du bei Hugo Boss. Bei Hugo Boss oder so. Das muss nicht billig sein, so ein Knackpuppe an Land zu ziehen und ihn dann nicht zur Arbeit zu zwingen. Versteht ihr, was ich meine? Es hängt mit Knackpuppe zusammen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt durch die Klappe durchkommen, wo er jetzt gerade natürlich hinläuft. Wir warten mal eben. Und dort ist dann der Schlüssel, der korrekte Schlüssel, wo ich dann wiederum durchkomme, durch die Tür. Ich warte mal eben. Weil das war ganz hinten. Ich weiß jetzt gar nicht, wo er rein ist. Ist er hier rein? Nee, da ist er. Ich bin mir unsicher. Es hieß immer noch zu. Es hieß immer noch zu. Aber könnte natürlich sein, dass wir sie jetzt aufmachen können. Das ist merkwürdig. Das ist merkwürdig. Da kommt er wieder. Dich läuft er jetzt ein anderer Weg, dass ich da dann rum kann und mal ein bisschen rumprobieren kann. Hat er mich jetzt wieder gesehen? Durch die Wand. Das liebe ich ja, wenn hier alles verpackt ist, dass man eigentlich keine Chance hat. Jetzt läuft er ja wieder denselben Weg ab. Der fungiert wie die Scheißhexe. Sobald sie dich gesehen hat, resettet die sich irgendwie und fängt wieder von vorne an. Das ist doch kacke. Es tut mir ja wirklich leid, aber es ist einfach kacke. Uns höchstens hier irgendwie verstecken, aber bei meinem Glück ändert er jetzt seine Route und geht hier rein oder sieht mich und fängt von vorne an oder so. Wir warten jetzt einfach hier mal, bis er dran vorbeigelatscht ist. Oh Gott, diese Warterei immer.
Bam 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 bam. Wer es gerade nicht sieht, ich wackle hin und her mit dem Charakter. Deshalb auch die Musik. Von dem Profimusiker Nummer 1 in Deutschland. Wie ist er denn? Wo bleibt er denn? Was macht er denn? Hab noch was anderes vor, als auf dich zu warten. Ich warte doch auch in echt nicht auf den Knackpopo. Isa. Da ist er mit seinen knochigen Händen und da. Oh, da kommt sein Knackpopöchen. Mm. Ja, wenn der Knackpopo mal brechen sollte, puh, das knuspert auch den ignorantesten Menschen. Den Knackpopo ins Gesicht. Bitte funktionier! Wahrscheinlich nicht. Ja, vergiss es. Das ist hier unnötig. Allem hier kann man halt echt nichts machen. Wir könnten jetzt noch auf der Seite gucken, wo er ja jetzt hingelatscht ist. Ich weiß gar nicht mehr, was da war. Aber ich glaube, der war auch nur eine Sackgasse. Natürlich könnte der Schlüssel hier auch irgendwo auf dem Boden liegen. Ich weiß echt nicht, was wir genau suchen. Aber Leute, es tut mir wirklich leid. Ich mache dann einen Cut in die Folge rein. Es tut mir wirklich leid. Aber mit der Left 4 Dead Folge habe ich so viel zu tun. Ich will nicht, dass die Qualität dadurch schwindet. Und ich alles schnell mache. Deshalb trenne ich lieber die Folge und mache hier eine knackige 20-Minuten-Folge draus. Auch wenn wir jetzt länger bräuchten, um durch das Level durchzukommen. Wie gesagt, ich habe anfangs gehofft, dass es eine knackige 15-Minuten-Folge wird. Weiß zwar auch, das stört den einen oder anderen Menschen von euch, wenn da nur 15 Minuten kommen. Aber ab und zu geht's halt nicht anders. Mache ich lieber was Kurzes, was aber genauso gut ist, als dass ich dann ein langes schnell mache und die Qualität darunter leidet. So, jetzt ist die Frage. Wo muss ich lang? Was macht er denn? Electrical? Interact. Wo führt denn das hin? Nach unten. Kann doch nicht sein. Wir haben jetzt beide Sicherungen. Es müsste alles funktionieren. Irgendwas übersehe ich. Wahrscheinlich echt in diesen scheiß Luftschleusen hier. Was rede ich eigentlich? Luftschleusen? Ich würde sagen, wir machen an der Stelle dann für die erste Folge Schluss. Nächste Folge geht es hier weiter. Ich habe es euch ja erklärt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Und es sind trotzdem 24, 25 Minuten geworden. Ich finde hier echt nicht weiter. Das ist schon wieder kompliziert hoch 10. Ich glaube, wir müssen nochmal die Luftschächte wirklich von vorne bis hinten durchgehen. Und gucken und auch auf den Boden achten, ob da irgendwo ein Schlüssel liegt. Weil ich glaube, einen Raum gibt es dieses Mal nicht am Ende der Luftschächte. Wie die letzten Male in diesen Schulgängen, in Anführungszeichen. Wir schauen auf jeden Fall nächstes Mal. Ich hoffe, wir finden eine Lösung. Und genau, dann geht es auch schon in die Top 3 oder in die 3 Endlevel, sage ich mal. Wir kommen dem Spielende näher, dann machen wir aber noch mindestens eine Folge im Survival-Modus. Den müssen wir uns auf jeden Fall auch noch angucken, es gibt einen Survival-Modus. Und dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen, ich hoffe, ich konnte euch Entertainment
Vergesst den Daumen nicht, vergesst den Abo-Button zu drücken nicht und gerne auch das Video teilen. Und ja, wir sehen uns morgen 18 Uhr wieder oder im Livestream, wenn morgen kein Mittwoch oder Samstag sein sollte. Bis morgen. Ciao.